Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Viele wissen bei der Aktienanalyse gar nicht, wo sie starten sollen. Deswegen habe ich hier mal ein paar nützliche Tools, Webseiten und Screener mitgebracht. Die könnt ihr halt für eure Aktienanalyse wirklich gut benutzen. Ich bin natürlich hier mit keiner der Webseiten irgendwie affiliated. Ich kriege keine Provision dadurch, dass ich hier vorstelle, sondern das sind einfach nur meine persönlichen Lieblingswebseiten. Ich habe auch ein Google-Dokument mit den ganzen Webseiten hier zusammengestellt. Dies findet ihr unten in der Videobeschreibung. Klickt einfach da auf den Link und dann habt ihr alle Links direkt, die euch zu der entsprechenden Webseite führen. Fangen wir an mit den Screenern. Hier benutze ich gerne den von Finviz, Yahoo Finance und Investing.com. Mein Lieblingsscreener hierbei ist wirklich der von Finviz. Denn ich kann nach bestimmten Fundamentaldaten die Aktien immer screenen. Zum Beispiel würde ich bei einer Bank vielleicht wissen, welche Aktie hat das niedrigste Price-to-Book-Ratio, während ich eher bei einem Softwareunternehmen wissen will, wer hat den höchsten EPS-Wachstum. Wenn wir dann aber nun eine Aktie gefunden haben, dann müssen wir natürlich auch mal uns ein bisschen über die Fundamentaldaten der Aktien informieren. Und hier gehe ich dann gerne erst auf Finviz. Das bietet so einen aktuellen Blick auf die aktuellen Zahlen. Jedoch sagt das sehr wenig über die Historie aus. Auch wenn wir hier dann zum Beispiel die Werte nehmen, zum Beispiel was in den letzten 5 Jahren passiert ist, ist das nicht unbedingt repräsentativ, wenn zum Beispiel vor 5 Jahren ein sehr schlechtes Jahr war und dann das aktuelle ein sehr gutes Jahr ist, dann wird die ganze Sache auch ziemlich verzerrt. Deswegen gehe ich dann gerne in die beiden Screener, einmal den Aktienterminal vom TraderFox und einmal alle Aktien quantitativ. Hier finde ich persönlich den Screener von alle Aktien quantitativ besser. Jedoch ist dieser jetzt noch in der Beta-Phase, also da kann sich noch viel verändern, aber auch im aktuellen Zustand finde ich ihn sehr gut. Jedoch zeigen diese beiden Screener nicht alles an. Gerade wenn man mal vielleicht einen Blick aufs Balance Sheet werfen will, finde ich da zum Beispiel Yahoo Finance und Seeking Alpha sehr gut. Sie haben noch sehr viele andere Daten, die jetzt bei den beiden Webseiten zuvor halt nicht da sind. Dann werfe ich auch sehr gerne einen Blick auf meine neueste Lieblingswebseite. Ich habe sie schon immer öfter mal aufgerufen. Aber jetzt, wo ich mich auch mit diesem Video befasst habe, ist es wirklich einer meiner Lieblingswebseiten geworden. Das ist nämlich einmal Macrotrends. Macrotrends zeigt einen sehr schön an, wie sich verschiedene Werte über die Zeit entwickelt haben. Zum Beispiel möchte ich natürlich bei einer kapitalintensiven Industrie gerne wissen, wie hat sich das Price-to-Book-Ratio in den letzten Jahren entwickelt. Oder wenn ich das Price-to-Book-Ratio, dann wenigstens wie viel Shareholder-Equity wurde in den letzten Jahren zum Beispiel gewonnen. Dann kann man nämlich dann auch berechnen, wie da das Wachstum war, denn manchmal ist der EPS oder Free Cashflow nicht so aussagekräftig wie zum Beispiel der Wachstum beim Shareholder Equity. Eine weitere Webseite, die ich mir sehr gerne anschaue, ist simplyward.st. Hier hat man einen automatisierten Report, hier hat man mehrere Checkpunkte. Jedoch ist das Ganze ziemlich automatisch erstellt und hier habe ich einmal auch das Beispiel jetzt von Microsoft genommen. Und hier sehen wir einer der Punkte, wo gewarnt wird, sind die Schulden. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Sache, kann man nämlich gerne mal die Moody's Reports ansehen und die Credit Ratings, wie die aktuell bewertet sind. Und dann sehen wir auch, dass dieser Punkt nicht besonders gut ist, denn Moody's gibt ein Top-Rating für jetzt Microsoft in diesem Beispiel. Und hier kann man auch dann oft diese Moody's Reports lesen. Das sind sehr ausführliche und sehr gute Berichte über die finanzielle Lage des Unternehmens. Leider haben sie halt nicht einen Report zu jedem Unternehmen. Dann muss man halt wirklich schauen und ihr könnt auch nicht auf der Webseite jeweils die einzelnen Reports suchen. Dafür geht einfach über Google, nimmt einfach Moody's und dann den Namen des Unternehmens, wo ihr gerne den Report hättet. Denn nur so könnt ihr wirklich diese Reports aufrufen. Man kann leider nicht über den Webseiten internen
eine Suche halt da suchen, dann müsste man halt wirklich einen kostenpflichtigen Account machen. Ein weiteres nettes Tool sind sogenannte Dividendenkalender. Also da sieht man, welche Unternehmen jetzt vielleicht in den nächsten 5 Wochen halt Ex-Dividende gehen oder wer in den nächsten Tagen vielleicht sogar Dividende zahlt. Und hier hätten wir einmal Market Chameleon und wieder investing.com. Diese beiden Webseiten haben wirklich einen Dividendenkalender oder so eine Art davon. Wenn man wirklich mal so ein bisschen schauen will, welche Unternehmen die Dividende zahlen, gehen in den nächsten 2 Wochen vielleicht Ex-Dividende, kann man sich nämlich hier ähnlich wie bei einem Screener vielleicht auch mal Aktienideen holen. Kommen wir mal dann zu etwas allgemeineren Tools, die kann man eigentlich immer benutzen und hier fangen wir an mit Wikipedia. In Wikipedia findet man unglaublich viel Information. Auch ist Wikipedia wirklich eine gute, ja, Quellensammlung, denn oft werden unten in den Artikeln gewisse News Reports und ähnliches verlinkt, woher halt diese ganzen Sachen halt stammen und hier findet man unglaublich oft sehr gute Artikel zu diesem Unternehmen, die man sich durchaus mal durchlesen sollte. Auch noch ein kleiner Tipp, nehmt sowohl den deutschen als auch den englischen Wikipedia-Artikel, denn da gibt es teilweise sehr schlechte und kurze deutsche Artikel und dann wiederum sehr ausführliche englische Artikel oder auch manchmal andersrum oder man wird auf spezielle Sachen halt mehr aufmerksam gemacht, also solltet ihr wirklich der zwei Sprachen mächtig sein, dann schaut euch durchaus beide Artikel an. Dann ein weiteres Tool ist YouTube. YouTube sollte man dann aber nicht zum Beispiel einfach jetzt hier sagen zum Beispiel Microsoft Aktienanalyse, sondern das ist eher für kleinere Unternehmen, von denen man vielleicht noch nicht so viel gehört hat. Da kann man zum Beispiel auch mal schauen, wie werden die Produkte angenommen. Beispiel, eine Tattoo Chef ist ja sehr beliebt bei den Aktienkanälen. Jedoch sollte man doch vielleicht mal auch reinschauen, was sagt dir zum Beispiel ein Endnutzer zu den Produkten. Hier könnte ich als positives Beispiel zum Beispiel die Tattoo Chef einfach mal nennen. Da sind die Produkte sehr beliebt und als negatives Beispiel jetzt eher ein Tesla, denn obwohl der Tesla sehr beliebt ist, ist da so eine kleine Red Flag, wo man halt sagt, es gibt einfach immer wieder Qualitätsprobleme beim Tesla. Also sollte man das vielleicht auch mal im Hinterkopf haben, dass wenn dieser Tesla halt nicht nur an Leute verkauft werden, die absolute Tesla-Fans sind, dass es da dann halt zu mehr und stärkeren Beschwerden kommen könnte. Eine weitere Sache, die man eigentlich immer aufrufen sollte, ist die Investor Relations Seite des Unternehmens. Hier findet man nicht nur sehr, sehr zuverlässige Fundamentaldaten, sondern sie haben auch oft eine Präsentation, die kann natürlich dann einem auch ein bisschen helfen, halt positive Aspekte des Unternehmens zu sehen. Jedoch muss man dann auch immer im Hinterkopf haben, das Unternehmen ist auch halt dafür da, sich selber zu verkaufen. Also seht alles, was ihr in diesem Report oder in dem Investor Relations Report dann lest, immer mit einem kritischen Auge. Jedoch gibt es auch immer 10K-Filings und da müssen sie Risiken nennen. Das heißt, welche Sachen könnten ein Problem in den nächsten 5 oder 10 Jahren werden, die das Geschäft quasi ja zusammenbrechen bringen würden. Und da könnt ihr einfach schauen, wie wahrscheinlich sind diese Sachen. Und sollte ich dann halt vielleicht mal auch, wenn ich dann Nachrichten lese und ich sehe, hier tritt ein Risiko ein, kann man halt schon mal vorzeitig reagieren und muss dann nicht nur abwarten. Das letzte Tool und das wohl am mächtigsten Tool ist Google. Es gibt so viele Sachen, die man einfach mal bei Google suchen kann. Und hier ist zum Beispiel für mich sehr beliebt, einfach mal den CEO zu googeln. Ist der CEO wirklich einer, der nur von Unternehmen zu Unternehmen geht und immer ein unprofitables Unternehmen nach dem anderen hat? Oder ist es einer, der wirklich das Unternehmen voranbringen kann? Als positives Beispiel hätten wir hier zum Beispiel einmal Elon Musk. Elon Musk hat vor Tesla, vor SpaceX auch schon bei PayPal mitgewirkt. Und mittlerweile kennt, glaube ich, jeder PayPal und weiß, dass er sehr erfolgreiche Unternehmen sehr gut leiten kann.
Als eher negatives Beispiel sollte man hier vielleicht mal einen Trevor Milton nehmen, der CEO von Nikola. Er hat bisher noch kein erfolgreiches Unternehmen wirklich geleitet. Seine Unternehmen sind, die er mal hatte und auch teilweise verkauft hatte, sind mittlerweile alle nicht mehr operativ. Die gibt es nicht mehr. Also da muss man halt auch mal schauen, was man da wirklich an CEO hat. Gerade wenn man jetzt einen Penny Stock hat und SPACs, schaut euch wirklich die Xing, LinkedIn-Profile von den CEOs an. Und da gibt es auch noch einige, die dann noch viel weiter reingehen und den wirklich den CEO quasi den ganzen Lebenslauf nachher wissen. Solltet ihr wirklich hochspekulative Sachen wie Penny Stock, Startups, IPOs und SPACs investieren, ist das aber wirklich eine Pflichtteil, schaut euch das Führungspersonal an. Und ihr müsst dann quasi noch eine Analyse von allen Unternehmen machen, wo sie mal tätig waren. Also seid gewarnt, wenn ihr wirklich in eher spekulativere Investments geht, müsst ihr auch viel, viel mehr Research machen, als sagen wir mal jetzt bei einem S&P 500 ETF. Da müsst ihr einfach nur wissen, was ist die Börse und auf was lasse ich mich hier ein. Jetzt sagen wir mal, bei einem profitablen Blue Chip wie einer Microsoft reicht wirklich ein 5-Minuten-Blick mit den Sachen und Screenern, die ich jetzt hierbei unter Fundamentaldaten zusammengefasst habe. Und dann eher bei spekulativeren oder Unternehmen, die halt vielleicht in der Krise sind, wie eine IBM, sollte man vielleicht auch wirklich hier dann weiter runter und gehen und immer mehr googeln, schauen, wie entwickeln sich die einzelnen Teile. Wo wird wirklich hier noch Wert geschaffen? Also, das ist auch eine Sache, die man halt immer im Hinterkopf haben sollte. Eine weitere Webseite, der ich sehr viel zu verdanken habe, ist Investopedia. Die erklären sehr gut und sehr einfach immer die Investmentbegriffe. Was ist ein FFO? Was ist ein Current Ratio? Was ist ein Quick Ratio? Was ist Long-Term Debt to Equity? Und für welche Unternehmen ist das vielleicht interessant und für welche ist das eher nicht interessant? Also lest euch mal zu all diesen Begriffen, die ihr immer wieder hört, einfach mal die Artikel bei Investopedia durch. Leider ist das Ganze natürlich hier wie vieles andere auch immer auf Englisch. Ihr könnt es natürlich automatisch übersetzen lassen, aber ich würde euch wirklich ans Herz legen, diese Artikel über die ganzen Begriffe wirklich mal durchzulesen. Ein weiteres Tool, was ich dann halt sehr oft benutze, ist ein CAGR Calculator, also ein Compound Annual Growth Rate Calculator oder CAGR Calculator. Und hier benutze ich den sehr gerne, um einfach mal verschiedene Sachen auszurechnen. Denn wenn ich zum Beispiel hier bei Makrotrends bin, und mir zum Beispiel die Amkor Technologies Aktie wieder anschaue, habe ich dann einfach mal ein bisschen mehr geschaut, wie steht das denn da zum Beispiel beim Shareholder Equity? Wie stark wächst dieses Shareholder Equity? Und dann sehe ich einfach, dass ich hier über 13% Wachstum pro Jahr im Shareholder Equity habe. Ich sehe hier also, hier wird sehr viel Wert geschaffen, wenn auch der EPS und der, ja, Umsatz das nicht unbedingt immer reflektiert. Jetzt kommen wir zu ein paar Sachen, die ich mir eher weniger anschaue, aber vielleicht sind für andere Leute die schon eher interessant, gerade wenn ihr halt mal vielleicht anfangen wollt zu traden, also wirklich nicht langfristig da was machen sollt, dann solltet ihr vielleicht auch über diese Webseiten da wirklich die alle im Blick haben. Hier habe ich einmal Swaggy Stops und Stocktwits und Wall Street Bets Trackers, Tipranks. Und auch die beliebtesten Aktien bei Trade Republic sollte man da vielleicht mal wirklich sich beobachten. Und diese verschiedenen Webseiten haben nun mal immer eine andere Art von, ja, Ranking, wie beliebt die Aktie jetzt ist. Da sind auch immer verschiedene, ja, sagen wir mal, Kreise von Leuten, die dort sind. Trade Republic ist natürlich, was ist gerade in Deutschland bei Kleinanlegern beliebt. Tipranks, da kann man gucken, was ist bei Hedgefonds beliebt, was ist bei Leuten, die schon größere Blogs haben, beliebt ist. Oder bei Swaggy Stocks und Wall Street Bets sieht man gerade, was auf Reddit sehr beliebt ist.
Hier muss man natürlich immer aufpassen. Es kann natürlich sein, gerade bei Reddit hat man das Gefühl, dass hier öfter mal ein Pump and Dump gemacht wird oder dass hier bewusst Fehlinformationen gestreut werden. Zum Beispiel war das beim iShares Silver so. Da hat angeblicherweise, also das ist jetzt eine Sache, die Wall Street Bets behauptet, die Investmentfirma Melvin Capital oder so ist long gegangen bei Silver und wollte dann über Social Media quasi ein Short-Hype dann bei Silber generieren. Also, wie gesagt, seid sehr aufmerksam, wenn es da halt unten ankommt. Jedoch solltet ihr wirklich merken, dass zum Beispiel einer der Aktien sehr beliebt bei Trade Republic ist, ist das meistens nicht ein guter Zeitpunkt, um zu kaufen. Möglicherweise ist dann sogar das bessere Zeitpunkt, um die Aktie zu verkaufen. Das soll es aber gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar nützliche Tools und Webseiten an die Hand geben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.